2017 erschien ein Buch von Jennifer Mathieu, das moderner nicht sein könnte. Hauptzielgruppe sind vor allem Mädchen ab 12 Jahren, würde ich persönlich sagen. Und dennoch ist es ein gesellschaftlich relevantes Thema, das uns alle etwas angeht. Für alle, die nicht gerne lesen, ist der Film rausgekommen, der auf dem Buch basiert, Moxie, und zwar auf Netflix. Und ich bin sehr gespannt, ob der Film jetzt untergehen wird oder doch nicht vielleicht für Furore sorgt. Es ist ein Netflix-Film mit bekannten jungen Stars, mit Josephine Langford, mit Patrick Schwarzenegger, Amy Poehler und der Hauptdarstellerin Hadley Robinson. Es ist ein Film über Sexismus, über sexuelle Belästigung, über Female Empowerment und das alles an einer texanischen Highschool. Natürlich bin ich die perfekte Person, um das Ganze zu besprechen, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Filmkritik hier auf Cinema Strikes Back mit mir, dem Alper. Vivian ist eine schüchterne 16-Jährige an einer Highschool, die sich eigentlich nur für ihre beste Freundin interessiert. Als sie aber mitbekommt, wie eine neue Mitschülerin vom Quarterback des Footballteams angemacht und richtig gemobbt wird, beschließt sie, sich zu wehren. Ihre Mutter war früher ein ziemlicher Punk und so lässt sie sich von ihr inspirieren. Sie kreiert anonym ein Heftchen namens Moxie. Sie prangert den Sexismus an der Schule an und wie manche wegen ihrer Beliebtheit, wegen ihrer Popularität einfach machen können, was sie wollen. Damit tritt sie dann, ohne dass sie es jemals gedacht hätte, eine riesige Bewegung in Gang und steht im Mittelpunkt einer kleinen Revolution. Gleichzeitig freundet sie sich mit einigen Mädchen an ihrer Schule an und verliebt sich in einen Kameraden aus dem Englischunterricht. Klingt nach einer typischen Teenie-Story, ist es zum Teil auch. Hinter dem Projekt steht ein ganz bekannter Name, nämlich Amy Poehler. Sie ist Darstellerin und Regisseurin zugleich. Sie hat definitiv Teenie-Erfahrungen, denn sie spielte schon in Girls Club mit. Und ich schwör's euch, Girls Club ist ein Teenie-Film, der so viel besser ist, als er hätte sein dürfen. Von mir gibt es eine riesige Empfehlung für Girls Club. Ansonsten ist Amy Poehler aber in der Filmwelt ein bunter Hund. Man kennt sie vor allem aus der Serie Parks and Recreation. In den USA ist die Serie Kult. Hierzulande ist sie, ich würde mal sagen, bedingt angekommen. Hier könnte sie definitiv bekannter sein. Ansonsten arbeitete sie lange für das Kultprogramm Saturday Night Live. Und sie versammelt für diesen Film eine Gruppe an Jungstars mit Millionen von Instagram-Abonnenten und Abonnentinnen. So kriegt man definitiv junge ZuschauerInnen und man muss nicht so viel Gage zahlen. Noch bekannter als Amy Poehler aktuell ist wohl Josephine Langford. Die spielt tatsächlich auch mit und sie hat 3,5 Millionen Abos auf Instagram. Das muss natürlich nichts heißen. Aber ich dachte immer, ihre ältere Schwester wäre viel bekannter, nämlich Catherine Langford, die man ja zum Beispiel aus Tote Mädchen Lügen nicht kennt. Aber Josephine Langford hat tatsächlich eine riesige, eine gigantische Fangemeinde. Man kennt sie vielleicht aus Filmen wie After Passion und After Truth. Aber diesen Fans muss ich gleich sagen, hier in diesem Film ist die Rolle eher klein. Genauso bekannt, vor allem wegen seines Namens, ist das dritte Kind von Arnold Schwarzenegger, der gute Patrick Schwarzenegger. Der ist auch Schauspieler, hat bisher aber in eher weniger beeindruckenden Filmen mitgespielt, zum Beispiel Kindsköpfe 2, Scouts vs. Zombies oder ein paar Fernsehrollen. Er spielt hier wirklich das Klischee des populären Quarterbacks. Man nennt das im Englischen auch Jock. Jock, das sind beliebte Athleten, die ihre Popularität genießen und auch ausnutzen. Schon etwas weniger bekannt ist zum Beispiel Sydney Park. Sydney Park ist ein richtig aufstrebender Star. Sie bekommt immer mehr Rollen und hat mit 23 schon eine unglaublich beeindruckende Filmografie. Angefangen hat sie schon mit 13 Jahren und man kennt sie vielleicht als Cindy aus The Walking Dead. Genauso bekannt, das sind alles so Stars, die komplett an mir vorbeigegangen sind. Vielleicht ist das auch so eine Alterssache, aber Lauren Tsai. Lauren Tsai hat mir zum Beispiel auch nichts gesagt. Sie ist eigentlich Designerin, wurde aber Schauspielerin und ist der geheime Star hier in diesem Film. Man kennt sie zum Beispiel aus Terrace House, einer japanischen Reality-Show auf Netflix, die scheinbar richtig viele Fans hat. Und man kennt sie vielleicht auch aus Legion, der Marvel-Serie. Auch sie hat eine riesige Fangemeinde. Es ist absurd, eigentlich ist die Hauptdarstellerin die unbekannteste hier. Das ist nämlich Hadley Robinson. Dabei hat sie auch schon in Filmen mitgespielt, die es wirklich in sich haben, von Little Women über I'm Thinking of Ending Things bis hin zur preisgekrönten Serie Utopia. Das sind alles junge Darsteller und ja, hier spielen wieder Leute, die teilweise Anfang 20 sind, Highschool-Schüler, das funktioniert aber, das ist hier wirklich glaubwürdig.
Ich musste tatsächlich nachgucken, was Moxie überhaupt bedeutet. Ich musste es mir ergoogeln. Moxie ist ein altes Wort, das man so eher nicht mehr benutzt. Es ist quasi ein Boomer-Wort und es bezeichnet eine mutige Person mit Pep. Habe ich wieder was dazulernen können. Und ja, viele werden gleich sagen, boah, das kommt mir gar nicht ins Haus. So eine doofe Highschool-Teenie, was auch immer. Ich kann den Leuten nur sagen, ihr verpasst damit viele großartige Filme. Booksmart, 8th Grade, Girls Club, das sind alles wundervolle Filme. Hier verrennt sich der Film teilweise wirklich in seinem Highschool-Teenie-Klischee. Aber auch dieser Film bietet einige große, wundervolle Filmmomente, die gerade die Jüngeren unter uns sehr stark nachfühlen können dürften. Filmisch hebt sich das Ganze aber nicht unbedingt immer von Teenie-Filmen ab. Ich muss ja lustigerweise sagen, noch weniger könnte der Film für mich nicht geschaffen sein. Ich bin männlich, über 30. Ich weiß noch nicht mal, ob ich weiß bin als biologischer Südländer. Ist mir ehrlich gesagt auch völlig egal, aber ich bin tatsächlich nicht die Zielgruppe dieses Films und trotzdem muss ich sagen, dass es einige Momente gab in diesem Film, die mich sehr berührt haben. Sonst renne ich auch bei Teenie-Filmen eher weg. Die Geschichte ist aber inspirierend und einfühlsam. Die Botschaft kommt stark herüber. Ich finde das wahnsinnig stark, wie hier vermittelt wird, dass man sich gegen systemische Ungerechtigkeit wehren sollte, dass man das nicht einfach so hinnehmen sollte. Und deswegen ist ein Film wie dieser oder auch ein Buch wie dieses eine Hilfe für alle, die selbst mal Opfer von sexueller Belästigung wurden. Und das zeigt ja schon, was für einen Wert dieser Stoff einfach einnimmt. Das darf man auf gar keinen Fall untergraben. Mehr noch. Diese Geschichte kann ja auch tatsächlich Türen öffnen. Und das hier geht raus gezielt an alle Eltern, die vielleicht selbst Kids im Teenie-Alter haben, weil dieser Film Gesprächsstoff bietet. Und zwar wichtigen Gesprächsstoff. So, man kann die Kids fragen, existiert sowas auch in eurem Alltag? Wie reagiert bei euch die Lehrerschaft, wenn sich bei euch Menschen wegen sexueller Belästigung oder wegen Mobbing oder was auch immer beschweren? Und wo zieht man eigentlich die Grenze zwischen harmlosem Spaß und Mobbing oder Belästigung? Das sind alles super wichtige Themen, die eben nicht nur die Teenies unter uns tangieren. Halte ich diesen Film also für den perfekten Teenie-Stoff, den jeder jetzt unbedingt sofort sehen sollte? Jein. Denn ein Film ist eben mehr als nur seine Botschaft, denn sonst gäbe es nur Kurzfilme auf der Welt. Es gibt durchaus einige Dinge, die man kritisieren kann, zum Beispiel die Figur Seth, gespielt von Nico Hiraga. Er spielt nämlich einen Jungen ohne Ecken und Kanten, der so perfekt liebenswürdig, souverän und süß ist, der immer sagt, was er denkt und immer denkt, was er sagt, dass es schon wirklich gar nicht mehr glaubwürdig ist. Eine langweiligere Figur könnte es nicht geben und da merkt man dann doch an der Story, dass es einfach vorne und hinten ein bisschen an den Konflikten mangelt. Es geht einfach zu lange, zu viel gut. Dem Film fehlt so ein bisschen der Drive. Die Protagonistin nimmt sich etwas vor und es klappt einfach alles sehr lange so, wie sie sich das wünscht. Und so lebt der Film auch relativ lange von seinem rasanten Schnitt und der poppigen Musik. Am Ende wird auch alles ein bisschen zu schnell abgehandelt und abgefrühstückt. Und dann gibt es halt doch diesen kleinen Moment, der mir auch in seiner Botschaft bitter aufgestoßen ist. Es gibt nämlich eine Figur, die einem anderen das Beinchen stellt und ihm dabei den Arm bricht. Und das wird als Female Empowerment Akt einfach beklatscht und es wird abgehandelt, es wird darüber gelacht. Selbst die Figur, der das passiert, sagt, ach ja, kann ja mal passieren. Und das ist dann eben nicht mehr Teil dieser wunderbaren Botschaft des Films. Nichtsdestotrotz, im Großen und Ganzen ist dieser Film in seinem Kern stark und einfühlsam und inspirierend. Filmisch und gerade dramaturgisch, das heißt in seiner Geschichte, nicht immer das Beste, nicht immer das Gelbe vom Ei, aber insbesondere für jüngere Teenager durchaus sehenswert. Ja, er ist nicht so witzig wie Booksmart, wenn man in dem Genre bleibt. Er ist auch nicht so einfühlsam wie 8th Grade, aber am Ende ist es ein spaßiger Highschool-Film mit einer starken Botschaft in seinem Kern. Und deswegen verbleibe ich mit 6 von 10 Punkten und kann durchaus empfehlen, jedem, der oder die Netflix hat, auch mal in Moxie reinzuschauen. Ist das was für euch? Habt ihr den Film vielleicht schon gesehen? Schreibt mir das unbedingt mal in die Kommentare. Und falls euch die Kritik gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen hoch und abonniert Cinema Strikes Back, falls ihr auf Filme, Serien und Comics steht. Und apropos Comics, ich verlinke euch hier unsere letzte Kritik. Das war eine Comic-Kritik, in der ich mich auch gefragt habe, wer ist eigentlich Miles Morales? Spider-Man. Das ist sehr sehenswert. Genauso sehenswert ist das Video unserer Funkkollegen von OK. Da stellt nämlich ein Schwuler unangenehme Fragen an zwei Lesben, unter anderem Annikation. Checkt das ebenfalls aus. Und ansonsten bis zum nächsten Mal mit mir, dem Alper, hier auf Cinema Strikes Back.